Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles ist möglich für den, der glaubt. Alles, wirklich alles ist möglich für den, der glaubt. Das ist ein Bibelvers und da steckt drinnen, dass wenn du an einen allmächtigen und unlimitierten Gott glaubst, nichts mehr unmöglich ist. Ich glaube, egal wo du dich auf deiner Reise mit Gott gerade befindest, wir sehnen uns alle nach einem Leben, das sich lohnt, das den Unterschied macht, wo besondere Dinge möglich sind, wo nichts mehr unmöglich ist, sondern alles möglich. Wenn du dein Leben anguckst, deinen Alltag, ist es bei dir so? Alles ist ja schon ein großes Wort. Ja, das ist so ein bisschen undefiniert, ein bisschen unklar, was steckt drin, was ist damit gemeint. Und ich habe mir damit mal überlegt, was ist das eigentlich? Und ich bin auf der Suche, danach auf eine Bibelstelle gestoßen zwischen Petrus, seinen Freunden und Jesus, was die erlebt haben. Und ich lese dir vor, was da passiert ist. Danach befahl Jesus seinen Jüngern, also Petrus und seinen Freunden, in das Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht. Draußen auf dem See gerieten seine Jünger in Not. Ein Sturm war losgebrochen und sie hatten große Mühe, das Boot vor dem Kentern zu bewahren. Gegen 4 Uhr morgens kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als sie ihn sahen, schrien die Jünger vor Entsetzen, weil sie dachten, es sei ein Gespenst. Aber Jesus sagte: Ich bin es doch, habt keine Angst. Da rief Petrus: Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortet Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Petrus geht Jesus auf dem Wasser entgegen. Okay, ich glaube an einen allmächtigen, unlimitierten Gott. Ich glaube zutiefst, dass Jesus Gottes Sohn ist und die gleiche Power wie Gott hat. Dass Jesus auf dem Wasser geht, lasse ich mir noch einleuchten, weil das ein Gott physikalische Gesetze auseinanderbrechen kann. Okay, aber Petrus? Ein Mensch tut Dinge, die Gott kann? Alles ist möglich dem, der glaubt. Ich glaube, für dich und mich heißt es heute nicht, dass wir morgen zu Fuß über den Starnberger See laufen müssen. Das ist nicht mein Thema, das ist nicht mein Alltag, ist auch nicht meine Not und nicht mein Bedürfnis. Aber ich glaube, dieses auf dem Wasser gehen ist ein Bild für dich und mich heute. Mit der Frage, in welchem Lebensbereich willst du mal auf dem Wasser gehen, ein Wunder erleben, Gott neu erleben. Ich habe zum Beispiel überlegt, ich erkenne, dass Gott mit mir redet durch Träume, Natur oder so Blitzgedanken. Und so im geschützten Umfeld von Kleingruppe oder Familie oder Freunden traue ich mich, das herauszusprechen und erlebe auch, dass es soweit so manchmal auch stimmt. Für mich wäre mal auf dem Wasser gehen, einfach in einer Situation, wo ich die Leute nicht kenne, zum Beispiel hier, einen Gedanken über eine Person zu haben, mich zu trauen, zu sagen, was ich für einen Gedanken hatte und dass die Person auch noch sagt, wow, super, dass du sagst, das macht voll was mit dir, das ermutigt mich. Das wäre für mich mal wieder Gott in neuen Dimensionen erleben. Was ist es für dich? Im Umgang mit den Finanzen? Im Umgang mit deiner Familie? Mit deinem Chef? Deiner Arbeitskollegin? In deinem Ministry? In deiner Mitarbeit? In deiner Kirche? Was wäre auf dem Wasser gehen in deiner ganz persönlichen Zeit mit Gott? Du kannst heute noch Wunder erleben. Du kannst heute Gott in neuen Dimensionen erleben. Du kannst über dich hinauswachsen, denn Jesus tut auch heute noch diese Wunder. Die Frage ist, wie um Himmels Willen kann ich Wunder erleben? Was ist mein Job? Was ist Gottes Job? Da mag ich mit dir tiefer einsteigen in diese Petrus-Erzählung. Und vorher bete ich noch, wenn Lust hast, betest du mit, dass Gott dir das heute erklären darf, was es für dich bedeutet. Jesus, hier stehe ich mit meinen Fragen, ob das mit dem Wunder noch stimmt und was das alles bedeutet und wie das mit mir zu tun hat. Aber ich sage dir jetzt, ich mache mein Herz auf, du darfst mit mir reden, du darfst es mir erklären und mir zeigen, was es für mich morgen bedeutet. Amen.
Petrus ist also jetzt mit seinen Jüngern auf diesem wunderschönen Boot. Ich habe dir ein Original-Schlauchboot der damaligen Zeit mitgebracht. Sie sind auf diesem Boot, sie paddeln raus auf den See und es wird Nacht. Es fängt an zu stürmen. Es regnet, sie werden nass, es blitzt, es donnert. Sie frieren, weil der Wind so bläst und sie nass sind. Die Wellen werden höher und höher, die Wellen klatschen ins Boot, sie müssen das Wasser wieder rausschieben. Das Boot fliegt hin und her und sie müssen sich festhalten, um nicht über die Reling gespült zu werden. Sie bekommen Angst, denn sie müssen um ihr Leben kämpfen gerade, damit das Boot nicht kentert. Plötzlich kommt Jesus über das Wasser gelaufen. Petrus nimmt Jesus wahr und er sagt, wenn du es wirklich bist, Jesus, lass auch mich übers Wasser laufen. Und diese Reaktion finde ich einfach abgefahren. Hey, da ist völliges Drama bei denen, totaler Wahnsinn, eigentlich die ganze Zeit nur Angst, ob sie das ganze Ding überleben. Und Petrus sieht Jesus, ist fasziniert von dem, was Jesus gerade macht und sagt, das will ich auch. Jesus nimmt Petrus ernst. Er sagt, ja, komm. Petrus, geht einen Schritt, geht noch einen Schritt, geht noch einen Schritt. Und er läuft über dem Wasser. Petrus erlebt ein Wunder, weil er es erleben will. Weil er sagt, das will ich auch. Er erlebt ein Wunder, weil er auf Jesus guckt, egal was die Umstände gerade machen. Und er erlebt ein Wunder, weil er in seinem Herzen Bereitschaft zeigt, die Schritte zu gehen. Petrus ist wirklich voller Begeisterung. Er stellt sich hin, sagt, boah, Jesus, das ist abgefahren, ich will auch, mach's mit mir. Er ist voller Hingabe, voller Leidenschaft, voller Motivation, er macht Gott einen Vorschlag, er ist aktiv und sagt nicht, oh, jetzt gucke ich mal, was die anderen so im Boot machen und mal gucken, was Jesus so macht und ob der eine Idee für mich hat. Und er stellt sich hin und sagt, das will ich auch. Kann es sein, dass du und ich manchmal passiver drauf sind? Wir fragen Gott nach dem Weg, nach unserer Berufung. Was ist mein nächster Schritt? Gott, hast du eine Idee von mir? Was soll ich tun? Wir sitzen in unserem Boot und sind passiv. Weil ich glaube, dass wenn du Wunder erleben willst, ist es auch an dir, Bereitschaft zu zeigen, dieses Wunder erleben zu wollen. Gott liebt Menschen wie Petrus, die sagen, ich will. Die sich hinstellen und sagen, ich will wirklich, ich will das Wunder erleben. Hallo Gott, hast du dich bekommen? Ich will, mach's mit mir, nimm mich, kriegst du es mit? Ich will ein Wunder, egal was die Umstände machen, egal was sonst los ist, ich will unbedingt das Wunder haben, ich will es so machen wie Jesus. Bitte Jesus, mach's mit mir. Wenn du anfängst, das in deinem Herzen zu sagen, weil du glaubst, auch heute noch sind Wunder möglich, wirst du Wunder in deinem Leben erleben. Ein zweiter Schritt, der dazugehört neben dieser Herzensentscheidung ist, dass du gehorsam bist. Gehorsam ist kein so ein cooles Wort. Ich meine damit jetzt auch nicht, dass du so brav sein musst, weil das interpretiert man da schnell rein, sondern gehorsam heißt, dass du der Person vertraut, die eine Idee für dich hat und dass du gehorsame Schritte gehst, um zu testen, ob das stimmt. Gehorsam gehört zu deinem Glauben mit dazu. Denn Gehorsam heißt, dass du den Glauben im Alltag erlebst. Gehorsam ist Glaube in der Praxis. Gehorsam ist Glaube in der Praxis. Weißt du, in dem Boot ist schon leicht für Petrus zu sagen, ich will, mach's mit mir. Was machst du denn, wenn Jesus sagt, ja, okay, komm. Und ich vermute mal, dass es auch Petrus nicht ganz so leicht gefallen ist, einfach so aufs Wasser loszusprinten. Sondern ich vermute mal, dass er in dem Sturm sich festgehalten hat an diesem Bootsrand. Der ist hier ein bisschen klein. Ich vermute, dass er bei ihm ein bisschen größer war. Es gibt heute Boote, wo eine richtige Reling da ist, die dich schützt, damit du nicht fällst. Und er sitzt an diesem Bootsrand und überlegt sich jetzt gut, kann ich diesem Wasser vertrauen, diesem Jesus vertrauen? Hält mich das Ganze? Vielleicht hast du auch so eine Reling,
wo es dir schwerfällt, einen Schritt zu gehen, gehorsam zu sein. Eine Reling könnte sein, dein Gottesbild. Dass du sagst, ich kann gar nicht glauben, dass Gott überhaupt noch Wunder tut, dass Gott noch existiert. Oder dass mich dieser Gott wirklich trägt oder dass es Jesus geben könnte. Vielleicht sagst du aber auch, nee, meine Reling ist schlechte Erfahrungen. Ich hab's mal gewagt, ich bin mal aufs Wasser, ich wollte was erleben und es hat nicht getragen. Ich bin gesunken. Und jetzt sitze ich in meinem Boot und sage, okay, nie wieder. Ich bin doch nicht verrückt. Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich kenne den Punkt Menschenfurcht, Angst vor Menschen, was sagen die anderen? Und in meinem Beispiel, dass ich einen Impuls Gottes vielleicht hier für jemanden habe, den ich nicht kenne, da kenne ich Menschenfurcht sehr gut. Was denkt die Person von mir, vielleicht, dass ich irre bin oder sowas, wenn ich eine wildfremde Person einfach anquake und sage, hey, ich habe eine Idee für dich? Oder was mache ich im schlimmsten Fall, wenn es gar nicht stimmt? Was denkt die Person, was ist, wenn es nicht klappt? Ein anderer Punkt, was deine Reling sein könnte, kann sein Minderwert. Gott macht mit jedem ein Wunder, aber mit mir nicht. Kennst du Gedanken, die dich zurückhalten, dich zu trauen und mutig, gehorsam zu sein? Vielleicht ist deine Reling aber auch deine Umstände. Und sagst, hey, ganz ehrlich, die Wellen sind so hoch, ich kann jetzt auf alles mich konzentrieren, aber sicher nicht, irgendwie Schritte zu gehen. Und das kenne ich auch. Sonntags ist auch immer alles wichtiger, dass die Zeit stimmt, dass der Aufbau in Ordnung ist, dass alles schön aussieht, dass wir überall richtig stehen, dass alles passt. Ich habe jetzt leider keine Zeit, einen Impuls weiterzugeben, mich um Menschen zu kümmern, überhaupt mich zu öffnen für Gottes Ideen. Und so Relingen, die können sich echt hoch aufbauen, sodass du dich nicht traust oder nicht gehen kannst. Und ich glaube, zwei Dinge können dir helfen, wenn du merkst, diese Reling, dieser Bootsrand, der hält mich zurück. Das eine ist, dass du anfängst zu beten und sagst, ich will das nicht mehr. Ich will glauben, dass Gott es mit mir macht. Ich lasse die Umstände los. Ich glaube an diesen Gott und vertraue ihm, was auch immer die Punkte für dich sind. Und das zweite, was dazu gehört, ist, du musst dich einfach entscheiden und über den Bootsrand klettern. Das kostet dich vielleicht Überwindung, aber es lohnt sich so, hier drüber zu klettern und zu sagen, okay, ich probiere es einfach mal aus. Vermutlich hatte Petrus auch so ein Bootsrandthema. Und zwar gibt es auch noch den Punkt Sicherheitsbedürfnis. Das ist legitim, das haben wir alle. Und hey, auf dem Boot hat Petrus sich wohlgefühlt. Das war sein Zuhause. Das war sein Boot. Da ist er drauf rumgelaufen, da kannte er sich aus, wusste, wo alles liegt, konnte sehr was zu den anderen sagen, weil er genau wusste, das ist mein Boot. Und er wusste ganz genau, wenn er es wagt, wirklich über diesen Bootrand zu klettern und wie er da saß und überlegt hat, soll ich wirklich, dass er dann nicht mehr wusste, was passiert, dass er sich von Gott abhängig macht, dass er die Kontrolle verliert. Du und ich, wir haben auch so eine Wohlfühlzone, so ein Boot, wo wir uns wohlfühlen mit Gott zusammen. Da kennen wir uns aus. Da haben wir schon Sachen erlebt, da sind wir motiviert. In diesem Bereich Schritte zu gehen, gehorsam zu sein, fällt uns noch relativ leicht, weil wir das schon erlebt haben. Das ist unser Wohlfühlbereich. Wenn du Wunder erleben willst, musst du immer raus aus deinem Boot. Wenn du Gott in neuen Dimensionen erleben willst, musst du es wagen, einen Schritt aus deiner Wohlfühlzone rauszumachen. Das Krasse ist, wenn du es machst, wird in Summe dein Glaube größer, dein Boot größer und Dinge, die vorher noch voll die Aufregung waren und voll der Glaubensschritt, sind plötzlich Wohlfühlbereich. Und du kannst dir plötzlich ganz andere Sachen vorstellen, weil gestern hat Gott noch was Krasses gemacht, deswegen ist kein Problem zu glauben, dass morgen Gott immer noch was Krasses macht. Andersrum, wenn du nie aus deiner Wohlfühlzone rausgehst, kann es sein, dass dein Glaube langweilig wird, schwächer wird oder sogar auf eine Art stirbt,
weil du Gott nie in neuen Dimensionen kennenlernst. Ein kleines, aber auch wichtiges Detail ist, Petrus hat erstmal nur einen kleinen Schritt gewagt. Er hat keinen Weitsprung gemacht, auch keinen Stabhochsprung. Er hat auch keinen Anlauf genommen, sondern er hat ausprobiert, einen kleinen Schritt zu wagen und zu gucken, trägt mich denn das Wasser? Und das gilt für dich und mich auch noch heute. Auch du musst, wenn du einen Glaubensschritt gehst, gehorsam bist, nicht einen Weitsprung machen, nicht Anlauf holen, du darfst einen kleinen Schritt ausprobieren. Und dann kannst du dir überlegen, ganz konkret, was ist jetzt eigentlich mein Boot in einem Lebensbereich? Was könnte Wasser sein oder auf dem Wasser gehen? Und was ist mein einer kleiner Schritt, wo dann Gott sein Wunder machen muss? Zum Beispiel kann es sein, dass du heute sagst, okay, mit Gott, das habe ich soweit verstanden, das habe ich so ein bisschen in meinem Leben schon integriert, aber das mit Jesus verstehe ich noch nicht. Dann könnte es sein, dass du sagst, heute gehe ich den einen Schritt und sage Jesus, okay, ich will dich besser kennenlernen, zeig mir, ob es dich wirklich gibt. Vielleicht sagst du aber auch, ich kenne Wohlfühlbereich, mitzuarbeiten, Teilnehmer zu sein, dabei zu sein. Aber ein Schritt raus aus meiner Wohlfühlzone wäre, in Leiterschaft zu gehen. Mutig im 1:1 oder in Gruppen Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe schon mal gehört, es gibt so biblische Prinzipien, dass man für Kranke beten kann, dass Gott Impulse einem gibt, Blitzgedanken. Oder dass man Gott sein Geld anvertrauen könnte. Oder auch, dass Sex in die Ehe gehört. Du hast es schon mal gehört, aber es ist noch nicht dein Wohlfühlbereich. Und dann kannst du dir überlegen, was konkret könnte ich jetzt machen? Du könntest zum Beispiel für die nächsten 20 Leute, die krank sind, einfach immer beten, egal was passiert. Du kannst auch sagen, die nächsten 2 Wochen gebe ich jeden Impuls weiter, den ich denke, dass Gott für eine andere Person hat. Du kannst auch sagen, okay, ich vertraue Gott für ein halbes Jahr mal 1%, 5%, 20%, was auch immer, von deinem Gehalt an. Ich spende und gucke, ob Gott mich trotzdem versorgt, ob das mein Wunder ist. Oder du könntest sagen, okay, ich werde ein Jahr lang oder wie lange auch immer nicht außerehelich Sex haben und probieren, ob das meiner Beziehung dient, ob ich dadurch aufblühe, ob es vielleicht eine richtig gute Idee ist, diesen Glaubensschritt zu gehen. Was auch immer dein Bereich ist, du kannst dir überlegen, ganz konkret, was sind meine Schritte und wo brauche ich Gottes Wunder, damit das Wasser trägt. Ich empfehle dir, das jemandem zu erzählen, konkret zu werden, miteinander zu beten. Vielleicht macht ihr auch ein Kleingruppenprojekt, Wunderphase draus und guckt mal, hey Leute, wenn wir Schritte gehen, wenn wir rausgehen aus unserer Wohlfühlzone, was passiert? Petrus sagt, ich will auf dem Wasser gehen. Jesus sagt, okay, du kannst, komm, probier es aus. Petrus vertraut, er wagt einen kleinen Schritt, er stellt fest, es funktioniert, geht einen zweiten und einen dritten und es fühlt sich super an. Ich meine, hallo, Petrus läuft auf dem Wasser, das ist abgefahren. Er erlebt ein Wunder ganz persönlich für die Situation, in der er war. Und wie sich das anfühlt, habe ich dir als Clip mitgebracht, als Live-Interview von Petrus der damaligen Zeit. Vier Jünger in einem Boot, mitten in der Nacht bei einem Riesensturm. Und dann schauen wir so in die Ferne, sehen eine weiße Gestalt auf uns zu, und wer ist es? Jesus. Läuft der Kerl einfach auf den Wellen auf uns zu, wir konnten es nicht glauben. Wir hatten natürlich die Hosen gestrichen voll, komplette Angst, dass wir gleich untergehen und sterben. Und dann ruft Jesus so von der Ferne, hey Jungs, kein Thema, wird alles gut. Und dann bei uns so einer, ja, warum bezweifle ich das? Wer war das? Thomas natürlich, Thomas der alte Zweifler, gell? Und ich so, ja natürlich, weil du bis zum Hals im Wasser stehst. Und na, dann rufe ich so großkotzig zu Jesus rüber. Hey Jesus, wäre echt super, wenn du mal wieder eins von deinen Wundern auspackst. Das war jetzt echt voll schön, auch angebracht, wir würden es begrüßen. Und dann so mit dem letzten Galgenhumor presse ich noch raus. Ja, ich könnte ja auch zu dir rüberkommen, wenn es ist. Ich habe vergessen, dass Jesus alles immer so wörtlich nimmt. Und dann sagt Jesus so, okay Petrus, komm rüber. Und ich dachte mir so, nein. Ein bisschen umgeschaut, erwartungsvolle Blicke. Ich konnte ja keinen täuschen. Da musste ich meinen Mann stehen, habe den ersten Fuß gesetzt und dann den zweiten. Und das Wasser hat mich getragen. Ich konnte es nicht fassen. Es hat mich getragen. Ich bin dann auf Jesus zugegangen, erst mal ein bisschen ängstlich. Und dann immer zuversichtlicher, dann angefangen, das ganze Programm, hab ein Rad gemacht,
Flickflack, Rückwärtssalto und dann bin ich so auf Jesus zu mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Hey, ich bin total gefreut. Und dann haben wir angefangen zu feiern. Es war schön. Ja. Ciao. Okay, ich habe ein kleines Detail vielleicht vergessen. Ein kleines. Aber wer interessiert sich schon für Details, ne? Petrus hatte richtig Fun auf dem Wasser, gell? Rad, Flickflack, Salto, der hat's krachen lassen mit Jesus. Das ist doch ein Feeling, das wünschen wir uns doch auch. Wenn du rausgehst aus deinem Boot, wenn du anfängst, Glaubensschritte zu gehen, wirst du Gott in neuen Dimensionen kennenlernen. Petrus hat ein kleines Detail ausgelassen. Ich mag dir vorlesen, welches Detail das war. Als er aber die hohen Wellen sah, erschrak Petrus und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte, hast du so wenig Glauben, Petrus? Vertrau mir doch. Das kleine Detail, worüber Petrus nicht ganz so gerne redet, ist, dass er Angst bekommen hat. Auf einmal schiebt sich eine Welle zwischen ihm und Jesus. Er sieht Jesus nicht mehr. Und er weiß nicht mehr, ist Jesus jetzt wirklich noch da? Kann der noch auf der Waldwelle gehen? Kann ich das noch? Sein Fokus ist weg. Er sieht die Welle, er sieht seine Umstände und er kriegt Angst. Das Verrückte ist, Petrus ist völlig unlogisch in seiner Angst, weil es waren die Wellen schon die ganze Zeit da. Schon stundenlang haben sie im Sturm gekämpft. Aber es gab den Moment, wo er so fasziniert war von Jesus, dass er die Umstände vergessen hat. Plötzlich sieht er sie wieder. Sie lenken ihn ab von Jesus und schaffen es, dass er kein Vertrauen mehr hat. Und er fängt an zu sinken. Ich verrate dir was. Wenn du es wagst, Glaubensschritte zu gehen, wenn du rausgehst aus deinem Boot, werden immer Wellen kommen oder alte Wellen bleiben. Das ist absolut logisch und es gehört zu dem Paket mit dazu. Das liegt unter anderem darin, dass es eine destruktive Welt gibt, eine unsichtbare Dimension mit destruktiven Kräften. Die Bibel nennt sie Teufel oder Dämonen. Und die haben unter anderem das Ziel, deinen Glauben schön klein zu halten, immer schön klein ins Wohlfühlzonenboot und Misstrauen zu säen zwischen dir und Gott. Und sie werden alles daran setzen, dass sich Wellen zwischen dir und Jesus stellen, und du Jesus plötzlich nicht mehr siehst, sondern die Umstände dramatischer werden. Wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe einen Glaubensschritt, einen Vertrauensschritt im Finanzbereich, dann kann es sein, dass eine große überraschende Rechnung plötzlich kommt und du denkst dir, keine Ahnung, wie ich das jetzt zahlen soll. Wenn du sagst, ich will mitarbeiten, mein Commitment erhöhen, was auch immer in diesem Bereich, kann es sein, dass privat mega viele Termine kommen, die Arbeit auf einmal so viel ist und es nicht mehr möglich zu sein scheint. Wenn du anfängst, für Leute zu beten, weil sie krank sind, kann es sein, dass am Anfang einfach nichts passiert. Wenn du sagst, ich will Impulse weitergeben, ich will treu mehr Bibel lesen, ich will persönlich eine engere Beziehung mit Gott aufbauen, kann es sein, dass du Zweifel bekommst, unsicher wirst, dich fragst, ob sich das noch rentiert und deinen Gedanken negativ wirst. Das gehört zum Paket mit dazu. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Du kannst natürlich zurückschwimmen, dich am Boot festhalten, dich reinkraxeln und sagen, ich habe es gleich gewusst. Auf Gott kann man sich nicht verlassen, Jesus ist doch nicht da, das rentiert sich alles gar nicht. Und da sitzen bleiben und das war's. Du kannst aber auch sagen, wenn du anfängst zu sinken, Jesus, wo bist du? Du kannst Jesus suchen in dieser Situation und du kannst vertrauen, auch wenn du ihn gerade nicht siehst. Das funktioniert unter anderem, wenn du Bibel liest und dich wirklich auf die Fakten der Bibel stellst und dir nicht an Emotionen vertraust, sondern wirklich auf diese Fakten, auf die Tatsachen, wie Gott tatsächlich ist. Und bloß weil eine Welle zwischen dir und Jesus ist, heißt es nicht, dass Jesus nicht da ist. Als Petrus auf dem Wasser war, war Jesus die ganze Zeit da. Er hat ihn nur gerade nicht mehr gesehen und hat nicht vertraut, dass Jesus da ist. Petrus ist gesunken, stimmt. Aber das ist keine Schande.
Hey, er war der Einzige, der aus diesem Boot ausgestiegen ist. Und er hat sofort, als er gesunken ist, nach Jesus geschrien, hat gesagt, jetzt will ich wissen, was dein Wunder in der Situation ist. Jetzt brauche ich dich wirklich, Jesus. Und Jesus geht hin, zieht ihn sofort aus dem Wasser, keine Sekunde länger, sofort geht er hin, zieht ihn raus, geht mit ihm zum Boot. Und das heißt, dass der Sturm in diesem Moment aufgehört hat zu stürmen. Wie gehst du zukünftig mit Wellen um in deinem Leben, wenn du aus dem Boot aussteigst? Auf was hältst du den Fokus? Ich mag an dieser Stelle eine junge Frau auf der Bühne begrüßen, die Simone. Komm mal nach oben. Denn sie hatte Sachen erlebt und davon können wir mal hören. Simone, gestern noch im Urlaub, heute schon wieder in München. Vielen Dank, dass du hier bist. Du hast mir erzählt, dass du aus dem Boot ausgestiegen bist, in einem gewissen Lebensbereich. Was war das? Wie sah das praktisch aus? Erzähl mal. Ich habe schon vor ein paar Jahren angefangen, meinen Kolleginnen zu erzählen, was ich hier so sonntags mache, was das für eine Auswirkung auf mein normales, sonstiges Leben hat. Wie ich einfach mit Jesus unterwegs bin, woran ich glaube. Genau, das war für mich schon so ein Schritt aus dem Boot raus und so. Vor einem Jahr habe ich mit einer Kollegin noch mehr geredet, die sehr interessiert war. Sie war öfters mal mit bei den Celebrations und nach einer Celebration durfte ich sogar für sie beten, was für mich auch ganz neu war. Genau, und dann habe ich auch noch für sie gefastet, weil ich einfach gemerkt habe, schon so in anderen Bereichen, dass das wirklich eine größere Kraft noch hat, wenn man fastet. Dann habe ich gedacht, machen wir das doch auch noch. Okay, also lauter Schritte raus aus dem Boot. Über welchen Zeitraum in Summe? Ja, so ein Jahr. Insgesamt ein Jahr, krass. Okay, dann zog irgendwann Sturm auf, beziehungsweise wie sah der aus? Ja, also bei meinen anderen Kolleginnen, wo ich da eben schon ein bisschen länger öfters mal was erzählt habe, ist es so, dass sie zu den Weihnachtsspecials immer mal gerne mitgekommen sind, aber sonst jetzt nicht so zu den Celebrations. Okay. Und bei der einen Kollegin, mit der ich eben mehr geredet habe und für die ich auch gebetet habe, da habe ich erwartet, dass wirklich voll was passiert, wenn wir da jetzt beten und ich faste. Und es ist nichts passiert. Gar nichts. So gar nichts, überhaupt nichts. Was mich voll enttäuscht hat und wo ich schon auch Zweifel hatte, ob ich da jetzt irgendwas falsch gemacht habe oder ob ich überhaupt die Richtige dafür bin, ob ich das überhaupt kann. Krass, oder? Wie so Umstände auch plötzlich einmal was mit dem Gedanken machen. Aber was hast du dann damit gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich habe das zu Gott gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich echt enttäuscht bin, dass ich erwartet habe, dass er was macht. Okay. Ich habe ihm auch gesagt, dass wenn ich irgendwie noch mehr tun kann oder was anderes tun soll, dass er mir das doch bitte auch sagen soll. Okay. Ich habe weiterhin für sie gebetet und viel in der Bibel gelesen, weil ich einfach so Gottes Gedanken wissen wollte. Und ich habe mich natürlich auch weiterhin mit ihr getroffen und wir haben geredet über Gott und über das Leben. Krass. Wie lange hast du den Sturm durchhalten müssen? Also welcher Zeitraum war das? Ja, so ein paar Monate, ein halbes Jahr, sowas. Und da ist einfach nichts passiert in der Zeit? Also nicht, was ich gesehen hätte. Also, okay, gibt's ein Happy End oder wie ging's aus, die Story? Ja, es gibt ein Happy End. Okay. Eines Abends saßen wir eben wieder so da und haben geredet und in dem Gespräch hatte ich so ganz klare Gedanken, was ich sagen soll. Also gut, habe ich einfach mal gesagt und es war sehr krass, weil sie es halt voll berührt hat, was dann mich wieder voll berührt hat. Und dann haben wir so weiter geredet und irgendwann hatte ich den Gedanken, es wäre jetzt dran, dass sie eine Entscheidung trifft. Okay. Das habe ich nicht sofort gesagt, hatte ein bisschen Panik und habe so innerlich mit Gott diskutiert, ja, kann ich denn das jetzt sagen? Und ich will sie ja nicht unter Druck setzen und nicht, dass sie sich dafür drängt fühlt. Und der Gedanke ging nicht weg. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich kann das jetzt nicht verbocken, ich kann ihr diese Chance nicht nehmen, nur weil ich irgendwie mich nicht traue, das zu sagen. Also habe ich es gesagt und ihre Reaktion darauf war, dass sie gesagt hat, ja, stimmt. Oh, gut, okay. Dann haben wir gebetet. Okay. Sie hat wirklich gesagt, dass sie mit Jesus leben will. Wir sind jetzt weiterhin zusammen unterwegs. Wir treffen uns zum Reden und zum Beten. Und sie lernt Jesus immer mehr kennen, ich dadurch auch. Ich bin begeistert, dass mir das einfach so passiert. Krass. Die Simone geht Glaubensschritte, obwohl Sturm ist, über einen längeren Zeitraum. Und sie erlebt ein Wunder am Herzen ihrer Freundin. Petrus geht Glaubensschritte trotz der Umstände
und erlebt Gottes Kraft in neuen Dimensionen. Und das heißt sogar, dass er und seine Freunde, die Jünger, Gott noch besser verstehen. Als nämlich plötzlich der Sturm aus ist, heißt es, dass die Jünger sich auf die Knie schmeißen und sagen, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie haben einen tieferen Gottesbeweis, weil einer sich getraut hat, diese Schritte zu gehen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Auch du kannst Schritte gehen, raus aus deinem Boot. Auch du kannst diesen Gott in neuen Dimensionen erleben und auch durch dich können andere Menschen einen tieferen Gottesbeweis haben. Dafür bist du designed. Das macht dein Leben aufregend. Dafür lohnt es sich zu leben. Kurz bevor die Jünger diese Situation auf dem See haben, erleben sie ein anderes Wunder. Tobi hat es vor 2 Wochen gepredigt. Es ging darum, dass Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen 20.000 Menschen satt macht. Ein Schlüsselsatz in dieser Situation ist, dass die Jünger sagen, ah, mach du doch das Wunder, du musst sie satt machen. Und Jesus sagt, nein, 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 gebt ihr ihnen zu essen. Seid ihr ein Teil des Wunders. Und sie machen es und sie erleben, dass sie Teil davon sind und mitgeholfen haben, dass Gott ein Wunder macht. Wenige Stunden später passiert die Situation auf dem See. Der Sturm peitscht, alle haben Panik und plötzlich erinnert sich Petrus dran, gebt ihr ihnen zu essen. Und er sagt, ich will auf dem Wasser gehen. Ich will Gott in neuen Dimensionen erleben. Und das ist ein Meilenstein im Leben der Jünger. Denn sie checken auf einmal, wenn Jesus sagt, folgt mir nach, heißt es nicht, schaut mir zu, sondern macht es wie ich. Und auf einmal fangen sie an, nicht mehr nur an Jesus zu glauben, sondern zu glauben wie Jesus. Das gilt für dich und mich auch noch heute. Auch du darfst glauben wie Jesus. Jesus hat sein Leben gegeben, damit Menschen Gottes Liebe erleben. Tu das auch. Gott hat alles dafür gegeben, dass du ihn heute erlebst. Hilf du auch anderen. Jesus hat Wunder getan und Jesus tut diese Wunder noch heute. Wenn du willst, tu das auch. Ich lasse dir ein paar Minuten, wo du nachdenken kannst. Was willst du jetzt? Willst du dein Herz aufmachen? Bereit sein für ein Wunder? Gibt es einen konkreten Schritt, weil du gehorsam sein musst oder willst? Was ist dein Boot, deine Reling? Was wäre mal auf dem Wasser gehen? Denk in Ruhe drüber nach und dann komme ich nochmal und bete mit dir. Jesus, du bist ein krasser Gott, du tust heute noch Wunder. Und ich sitze jetzt hier mit all meinem Unglauben, meinen Zweifeln, all meiner Erfahrung, meinen Umständen, aber ich mag dir sagen, ja, ich will. Mach's mit mir, nimm mich, ich will Wunder in meinem Leben erleben, ich will wirklich Glaubensschritte gehen. Ich mach mein Herz auf für die Möglichkeiten, die mit dir auf einmal möglich sind. Aber Jesus, du kennst auch mein Boot und meine Angst und meine Reling und alles, was da ist. Mir fällt es gerade schwer zu gehen. Und ich spreng im Namen Jesu wirklich diese Reling weg, alles, was dich blockiert, Schritte zu gehen, deine Menschenfurcht, dein Minderwert, dein Misstrauen Gott gegenüber. Spreng das weg in Jesu Namen, dass du frei bist, Schritte gehen zu können, wenn du möchtest. Dass sie dich nicht mehr zurückhalten.
Und Jesus, hey, du weißt einfach, was wäre mein Schritt und es kostet mich was. Und ich bete, dass du mir hilfst, wirklich über Bord zu stehen. Und wenn du magst, kannst du in den nächsten Sekunden jetzt einfach deinen Bereich sagen, wo du Schritte gehen willst. Jesus, ich will es wirklich wagen und ich bete, dass du mir hilfst. Und auch wenn ich sinke, sage ich, ich schaue auf dich. Ich will den Fokus auf dich richten und mich auf die Zusagen der Bibel stellen. Deswegen segne ich dich abschließend mit dem Glauben an einen unglaublich krassen Gott, einen unlimitierten, allmächtigen Gott, an einen Jesus, der heute noch existiert und der Wunder in deinem Leben tut. Und ich segne dich mit dem Glauben und der Gewissheit, dass es sich so lohnt, rauszugehen aus diesem Boot und Glaubensschritte zu wagen und dass du Gott in neuen Dimensionen erlebst. Amen.